Hallihallo und willkommen hier zurück zu After Fall Insanity. Ich bin der Dale. Und das erste, was mir aufgefallen ist, die Dreckschweine haben unsere Waffen geklaut. Wir haben nur noch die Pistole. Das kann ja auch nicht wahr sein. So, wir nehmen erstmal die Notiz. Okay. Ich habe gerade gelesen, ich hätte es vorlesen können. Na, ich musste es eh lesen, aber habe ich vergessen. So, was haben wir hier? Och nee. Ach so, ich dachte schon wieder hier so eine Scheiße hier mit Strom und so ein Quatsch. Operator's not responding, but I remember Arak's code. Damn it, he's not. What the hell is this? Oh oh. Maybe I can contact Machin. No answer. But I should be able to get to his apartment through the technical section. Ich glaube. Das Ganze hat sich schon viel weiter ausgebreitet als gedacht. Das war doch gerade unser Apartment eben, oder? Und so wie es das angehört hat. Oder wie das auch so. Aber das ausgesehen hat. Entschuldigung. Sind die schon oben bei uns? Können sie Schlüssel nehmen? Nee, kann ich nicht. Oh ja, wow. Ja, das war knapp. Ich weiß auch nicht, ob ich hier sterben kann oder ob ich hier einfach renne und die Sachen fliegen immer knapp an mir vorbei. Mal hier raus schnell kommen. So. Wir nehmen mal hier das Rohr, die Stange oder nicht, das wie heißt denn das hier, so ein riesen Schraubenschlüssel, ne? Nein. Wir nehmen natürlich unsere Axt. Ist ja viel besser. Was haben wir da? Das ist ein Rohr. Munition. Kann man nicht mitnehmen, ist auch ganz toll. Das ist nicht so ein tolles Gewehr, ich will auch wieder so ein Gewehr haben. Und rot. Ja, dekontaminiere uns einfach mal. Hat mir nicht eben ein bisschen mehr Bart? Hm. Wir haben uns schnell rasiert, oder? Irgendwie. Okay, die gehen nicht. Kontrollpunkt aktiviert. Ja, dann geht's ja hier schon wieder los mit Sicherheit. Da läuft doch einer. Scheiße, keine Munition mehr. Geht ja schon wieder sehr gut los. Jetzt können wir noch einmal schießen und dann war's das. Ich bin ja kein Freund von so einem Spiel mit Munitionsknappheit und so weiter. Ich stehe ja viel mehr auf Verschwendung. Okay, das nächste. Das nächste Bereich. Ich meine, der nächste Bereich. Dekontaminierung. Kontrollpunkt. Okay. Da ist eine Axt drin. Da, oh, die hauen doch mal zweimal. Habe ich vergessen. So. Und der Kopf ist weg. So. Das ist kaputt. Die Tonne ist auch geplatzt. Aber hier ist so einiges kaputt, ne?
Munition. Das ist doch scheiße, Mann. Ja, warum rennt denn der ins Feuer, der Idiot? Junge, bist doch selber schuld. Wie kann man denn sowas machen? Das sieht man doch. Hey, you! Arschloch! Oh, Mann! Der ist aber hart, ne? Der steckt viel ein. Jetzt steckt da nichts mehr ein. Jetzt ist die Rübe weg. Stange? Da war doch eine Notiz. So. Warum hat denn die so schnell weggedrückt? Kann ich lesen. Da geht's raus. Wir gucken hier noch. Och man, keine Muni. Nirgendwo. Finde ich jetzt ein bisschen gruselig, Kinder. Da kommt was bestimmt von hinten. Irgendwas funktioniert da, glaube ich, nicht. So. So die richtige Reihenfolge. Das ist doch. Oh Mann, Mann, Mann. Muss man ja auch wissen, ne? Okay, dann müssen wir zurückgehen und. Da vorbei. Ich finde das ein bisschen doof, dass hier so ein. Oh, Genuschel ist. Ihr wisst schon, dass ich alleine sitze und beim Aufnehmen ist dunkel draußen. So, zweimal und zack. Da sind noch einige. So, eins. Eins. Warum braucht er nicht zweimal? Und eben nicht. Machen wir die Rübe eben weg. Hier war das lang, ne? Genau. Hier war ja eben das Feuer. Virus must not get into the respiratory system. Ja, ja. Okay, der ist kaputt, ne? Der ist kaputt, ja. Wo ist er? Sehe nicht. Da kam doch gerade einer. Egal, schnell weg mit dem Aufzug. Dann ist auch scheißegal, ob einer kommt. Oh, nee. Oh, nö. Jetzt geht das Ding kaputt. Das ist natürlich sehr vertrauenserweckend, wenn das Ding ja platzt und sich dann der Aufzug in Bewegung setzt. Und dann wahrscheinlich irgendwo einer durch die Wand kommt. Och Mann. Wenn das alles ein bisschen blutschmierig da ist, dann ist es auch noch viel schöner. Kontrollpunkt. Reicht aber noch nicht für die Folge, auch wenn ich ein bisschen Angst habe. Gar nicht mehr weiterspielen möchte. Hier passiert doch noch was. I look at the shelter gate and can't stop thinking. Could anyone have predicted what happened? Could I predict it?
First cases of the confinement syndrome were observed long before the war. They were rare and not taken seriously. People didn't believe in the nuclear apocalypse back then. No wonder that they disregarded the syndrome. Nobody suspected that it would spread like a plague in the shelter. We should have been prepared. If only I had known earlier. Thoughts are contagious. Millions spent on defense programs and nobody cared to take it into consideration. My work would be a lot easier if the shelter were equipped with syndrome cure vending machines. Instead, we have an unknown substance that enhances the symptoms of this mental epidemic. All it took was one madman to change the shelter into a raving loony bin. I'd like to examine him. Martin's apartment should be around here somewhere on a technical level. I'll check if he's okay. Even if he's not home, there's a comm screen inside. I could use it to contact the Colonel. Ich weiß nicht, zwei Kugeln, glaube ich. Ist doch im Null, ne? So. Auch ganz toll. Ne, komme ich gar nicht durch. Wo soll ich denn bitte schön lang? Kann ich da hoch? Kann ich nicht. Ach Junge, du kannst da nicht mal was drüber springen, das gibt's doch gar nicht. Kann ich denn über den Wagen klettern? Das kann doch nicht wahr sein. Wo muss ich denn lang jetzt? Mann, das ist erst eine Leiter, ist aber keine. Ne, natürlich nicht. Ist ja viel zu dick für, ne? Jetzt bin ich ein klein bisschen überfragt. Die Türen sind beide kaputt. Hoch. Kann man das aufschlagen? Nö. Das gibt's doch gar nicht. Was soll ich hier tun? Leuchtet der Scheinwerfer. Okay, wir probieren was. Ne, wir legen die Axt aber nicht hier hin. Wir legen die Axt hier hin. Wunderbar. Jetzt bin ich hier. Und du? Ach, ich bin ja so doof. Nein, nein, nein! Das ist ja doch schwierig hier gegen zwei.
Mann, sterben! So, das haben wir geschafft. Ach ne, erstmal nachladen hier. Die zwei Schuss, die packen wir ein. Oh man, da habe ich mir ein bisschen blöd angestellt, ne? Das gibt's ja gar nicht, ey. Ist Licht ausgeschaltet, ne? Ist nur so komisch hier. Verschwommen alles. Naja. Man kennt mich ja nicht anders. Jetzt habe ich mich erschrocken. Ich weiß auch nicht, was das Auge bedeutet. Werde ich dann gesehen von irgendwem oder? Okay. Den Wagenheber haben wir jetzt benutzt und jetzt? So, Freundchen, jetzt habe ich keine Lust mehr. Komm weg mit dir. Oh, zack. Und weg damit. Ach, das gibt's doch gar nicht. Wie gesagt, da hoch. Du sollst doch da hochgehen, oder nicht? Oder hier durchgehen. Na gut, dann wieder so. So, nicht mein Freund. Schon hin. Oh, ist das? Oh, guck mal, da kann die Beine abschlagen. Das andere auch. Och man, das geht nicht mehr. So eine Scheiße. Schon so gefreut. Okay, Dekontaminierung. Und ich hoffe, danach gibt es einen Kontrollpunkt. Wir sind nämlich schon wieder fast bei 20 Minuten. Mit Zeit. Ah, hier ist der Kontrollpunkt. Dann, ja, das haben wir noch ausreden lassen. Gut, dann würde ich sagen, es wird ja deutlich blutiger und auch ein bisschen gruseliger. Jetzt nicht so mega gruselig, aber so ein klein bisschen. Also eben das, das komische Geräusch da bei dem Drehen von den Ventilen ist dann schon nicht ohne für mich. Also ich bin ja auch ein Weichei, ne, wisst ihr ja. Na gut, dann würde ich sagen... Sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.